Die Quadratwurzel von 99 plus die Quadratwurzel von 44 entspricht einer dieser fünf Antworten. 99, das ist 9 mal 11. Und 44, das ist 4 mal 11. Die 9 kommt aus der Wurzel raus als 3 und die 4 kommt auch aus der Wurzel raus als 2. 3 Wurzel 11 plus 2 Wurzel 11, das macht 5 Wurzel 11. Diese Antwort kommt jedoch hier nicht vor. Je nach den Antworten A, B und C stecken wir die 5 unter die Quadratwurzel, wo sie zur 25 wird. Und 25 mal 11, das ergibt 275. Demzufolge ist Antwort C die richtige.